Ja. Das ist die Costa Fortuna, die da hinten liegt. Die kenne ich gar nicht. Wir sind ja früher viel mit Costa gefahren, aber die kenne ich nicht. Wir sind, wie die Fachleute schon erkannt haben, in Civitavecchia oder Civitavecchia. Civitavecchia, ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Jedenfalls, da liegt auch eine Costa, das weiß ich aber noch nicht, welche das ist. Aber ich glaube, das ist irgendwie Reparatur oder sowas. Ja. So, wir sind auf der Epic, ja, im 13. Stock. Da vorne ist die Brücke, nicht weit von uns. Da kann man also auch reinschauen. Also, wenn wir jetzt geradeaus davor laufen, da ist dann, kann man durch ein Fenster reinschauen, was sich auf der Brücke abspielt und so weiter. Ja, das ist unsere Balkonkabine. Also das ist der Balkon. Das ist ein bisschen schlicht. Das ist woanders. Kann man da, bei der AIDA hat es ja sogar noch so Hängematten und so Zeug. Ja. Das ist auch ein bisschen sehr klein, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung, weil man sitzt ja sowieso selten draußen oder höchstens, wenn mal die Sonne kommt, ne, liest ein Buch und so, und da ist das ja ganz gut. Ja, das ist also jetzt unsere Kabine. Eine, weiß es gar nicht, Mini-Suite oder wie das heißt, ja. Also es hat unwahrscheinlich viel Stauraum und dieses System mit diesen runden, dieses Wave-System, man sieht es ja, also das Bett ist hier so ein bisschen rund. Und da hinten ist die Couch auch so rund. Und hier ist alles rund. Und die haben endlos Stauraum hier drin. Ja. Also, ja, was soll ich sagen? Und ja, vernünftige Bügel. Also nicht die, wo man so reinfuddeln muss. Ja. Das ist auch was wert. Also es hat unwahrscheinlich viel Stauraum. Da weiß man da manchmal gar nicht mehr, wo alles ist. Viele, viele, viele Schränke. Ja. Ein Telefon, mit dem man auf seinen Bordstand und alles Mögliche abrufen kann. Ein paar interessante gläserne Kunstwerke, die sind aber in jeder Kabine gleich. Also, so, schöner Spiegel, also da natürlich ein großer Spiegel. Ja. Dann hier eine tolle Beleuchtung da oben, so ein bisschen rund. Das ist ja das einzigste Schiff, das die Norwegian damals hat bauen lassen in Frankreich. Und da ist natürlich das Design und sowas, ja, ist mit dem Rund und so weiter, hat sich aber wohl nicht bewährt. Danach haben sie wieder bei der Meyerwerft bauen lassen. Ja, also die Couch, da sitzt man dann, schaut im relativ großen Bildschirm schon rein. Ja, was haben wir hier? Ach, das müssen wir uns noch umbestellen auf Deutsch, dann kriegen wir es nämlich meistens. Ah, und eine Flasche Shampoos aufs Haus. Das ist ja auch nicht schlecht, ja. Hier, das ist gut gelöst, muss ich sagen, zu anderen. Da ist so ein Loch, da schiebt man die Kabel durch und da unten sind die Steckdosen. Ja, also zweimal deutsche und dann natürlich hier international bzw. englisch-amerikanische, keine Englisch. Doch, ich glaube, die Engländer kriege ich auch rein. Naja, jedenfalls. So, toll. Jetzt kommen wir hier zum Waschbecken. Ist ein bisschen arg klein, wenn man sich da ein bisschen, da passt der Kopf gar nicht rein, genau. Aber das ist überall in jeder Kabine hier so. Aber was man hier auch schön hat, da kann man seinen ganzen Gerüst hier unterbringen. Das ist also sehr großzügig, ist auch Strom drin und da passt da die elektrische Zahnbürste rein. Also das ist eigentlich toll gemacht. Ja, dann ist es so, müssen wir mal gucken, ob wir da Licht kriegen. Ja, das ist eine separate Toilette. Das ist bei anderen Schiffen ist es ja immer Dusche und Toilette zusammen. Und was wir hier haben, komischerweise, obwohl ich das gar nicht bestellt habe, eine Wannebade. Badewanne, ja, muss man halt einen großen Schritt reinmachen, wenn man duschen will. Aber ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da jemals reinlegen werde. Aber die wollten uns sicher was Gutes tun. Jetzt fehlen hier noch die Bademäntel, oder wo sind die? Sind die in irgendeinem Schrank? Ach, und das Tolle ist, also hier geht es rein raus, ja. Und mit der Schlüsselkarte macht man auch das Licht an. Und dann, wenn man ein bisschen
Intimität will, kann man hier diesen Vorhang zuziehen. Was so, ja, mit diesem, wie soll ich das sagen, diese Milchglasteile. Also mir macht das nichts aus, weil ich ja mit meiner Frau reise. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zwei Leute, dann will man nicht unbedingt so durch die Milchglasscheibe beobachtet werden, wenn man auf der Schüssel sitzt, sage ich mal. Ja, also insgesamt eine tolle Kabine wieder, ja, im 13. Stock. Und mache ich das dann nochmal an mit dem Licht. Ja, sieht man jetzt natürlich im Hellen nicht, aber es ist ein schöner Schnickschnack. Der so indirektes Licht macht sich gut. Und die Klimaanlage so, dass sie nicht direkt über dem Bett bläst. Das ist manchmal ja bei anderen Schiffen so, dass du dann quasi über dem Bett erfrierst und woanders. So, was ist hier? Stay in touch. Das ist das tolle Telefon. Ja, da kann man hier oben das Licht ausmachen. Zack. Ja, und dann hat man nachts Ruhe. Tolles Ding. So, also, das war's. Das soll's gewesen. Ach, ne, Minibar haben sie natürlich auch. Gut. Oh, da werde ich jetzt gleich mal meinen Shampoos reinstellen, damit der ein bisschen kühler wird. Ja, so. Braucht man eigentlich nicht, weil wenn man hier das Free at Sea Programm hat. Mal gucken. Ah, das sind die Östen. Ah, und Tresor hat es natürlich auch. Also wenn man das Free at Sea Programm hat, wie wir haben, dann sind ja alle Getränke frei. Und also auch viele Whiskys, viele Biere und so weiter und so weiter. Also, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Und schöne liebe Grüße von der Epic in Rom.